Willkommen alle. Schön, dass ihr da seid, dass ihr es trotz Staatsbesuch geschafft habt, rechtzeitig hier zu sein. Hallo alle Stream-Menschen. Hier sind viele Menschen, die ihr nicht sehen könnt, die es hergeschafft haben. Ich hoffe vielleicht, falls der eine oder die andere noch im Stau oder in der überfüllten U-Bahn steckt, das Handynetz funktioniert wenigstens. Das ganze Event, die ganze FIFCon wird ja gestreamt und zu der darf ich euch sehr herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Konrad Spremberg. Ich führe heute durch diesen Nachmittag und diesen Abend. Ich bin sonst Journalist und Radiomensch und arbeite da auch zu Themen, die mit Digitalisierung und solchen Dingen im weitesten Sinne zu tun haben. Ihr seid aber da alle viel mehr Experten als ich, deswegen lerne ich wahrscheinlich am meisten heute Abend. Aber ich freue mich, dabei zu sein und will einmal kurz sagen, vielen Dank TU, dass wir hier sein können. Ist für mich auch voll ungewohnt, in so einem Saal zu sprechen, wo die Menschen teilweise mit ihren Füßen über meiner Kopfhöhe anfangen zu sitzen. Auch ganz witzig. Und möchte ein großes Willkommen von mir sagen zur Konferenz des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe das vorher auswendig gelernt, aber darf euch jetzt die Menschen vorstellen, die hinter dieser Konferenz stecken, die so die Kernorga übernommen haben. Das sind Benjamin Kees, Rainer Rehak und natürlich der FIF-Vorsitzende Stefan Hügel, die euch jetzt begrüßen wollen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich muss nur insofern korrigieren, ich habe mit der Organisation hier überhaupt nichts zu tun. Das ist alles unseren Berliner Kollegen zu verdanken. Dafür jetzt schon mal ganz zu Beginn herzlichen Dank. Liebe Mitglieder des FIF, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste. Im Namen des Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung begrüße ich Sie und euch zur FIF-Konferenz 2018 Brave New World und danke unseren Gastgebern der Technischen Universität Berlin und der FIF-Regionalgruppe Berlin für die freundliche Aufnahme und für die Organisation dieser Tagung. Ich war diese Woche auch hier in Berlin auf der Informatik 2018. Das ist die Jahrestagung von der, ich hätte jetzt fast gesagt, unserer Schwestergesellschaft, der Gesellschaft für Informatik. Ist ein bisschen größer. Und da gab es eine Keynote von dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, bei der er ausführlich auf die Digitalisierung in Deutschland einging und vor allem mehr Innovation gefordert hat. Er hat davor gewarnt, sehr eindringlich gewarnt, wir würden gegenüber anderen Playern auf dem Feld den Anschluss verlieren. Das war irgendwie zu erwarten. Er sagte aber auch, dass er einen Unterschied sieht, was für Innovationen, wie sinnvoll Innovationen sind. Also wirklich sinnvolle Innovationen, die wirklich was Positives bewirken. Und er sagt es wirklich so, Bullshit-Innovation. Er hatte zwei Beispiele, recht einfache Beispiele. Das eine war ein Sensor in ein Hörgerät eingebaut, der eben auch einen Sturz des Trägers, der Trägerin erkennt und dann gegebenenfalls auch Hilfe anfordert. Das war für ihn eine positive Innovation. Die negative Innovation, die Bullshit-Innovation für ihn war, wenn man die Uhr, die Armbanduhr eine Funktion hat, wo ich selbst als Träger dann auf die Uhr gucken kann und die mir dann anzeigt, wenn ich im Stress bin. Er hat dann auch auf die große Bedeutung der Ethik bei der Entwicklung von Anwendungen hingewiesen. Mir hat der Begriff sehr gut gefallen. Er sagte, es dürfe nicht nur eine Art Randbegrünung sein, Ethik, sondern sie muss wirklich in dem Zentrum von Entscheidungen hier stehen. Und das ist natürlich, spielt uns natürlich direkt in die Hände, das sehen wir beim FIF genauso. Es darf vor allem eben nicht nur darum gehen, den Job richtig zu machen, sondern wir müssen den richtigen Job machen. Eine Ethik darf sich nicht darin erschöpfen, funktionierende Anwendungen zu entwickeln, egal welche Funktionen sie erfüllen. Also immer nach dem Motto, wenn du eine Atombombe baust, dann sieh zu, dass sie auch funktioniert. Nein, es geht darum, die richtigen Anwendungen zu bauen. Und die Gesellschaft muss dabei einen Konsens finden, welche Anwendungen, welche technischen Entwicklungen sie will und welche nicht. Leider ist es nicht so einfach und damit sind wir genau beim Thema dieser Konferenz. Unter dem Leitmotiv Gestaltungsfreiheiten und Machtmuster soziotechnischer Systeme wollen wir die Frage stellen, wie solche Entscheidungen überhaupt getroffen werden. Und damit auch, ob und wie letztlich ein Konsens hergestellt werden kann. In der Ankündigung heißt es, so können Entscheidungsalternativen oder Weggabelungen hergestellt werden, um die dahinterliegenden Machtinteressen, aber auch die sachlichen wie sozialen Dynamiken und Zwänge freizulegen. Dieses Wissen ermöglicht es dann, heutige technischen Entwicklungen und Weichenstellungen besser zu verstehen. Doch wir wollen nicht nur passiv analysieren, sondern aktiv
an aktuellen und zukünftigen tiefgreifenden Veränderungen mitwirken. Denn Informatik ist immer auch Gestaltungsdisziplin, weit über die reine Technik hinaus. Solche Fragen werden in der Politik verhandelt und gerade sind mehrere Kommissionen errichtet worden, die sich auch mit solchen Themen befassen. Gerade gestern wurde beim Deutschen Bundestag die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz konstituiert. Auch von dieser erwarten wir, dass sie Empfehlungen für Zukunftsfragen der Technikgestaltung unterbreitet und damit auch zur Bildung eines gesellschaftlichen Konsens beitragen kann. Wir bedauern es allerdings sehr, dass die Kommission, wie es im Moment aussieht, wohl großenteils hinter verschlossenen Türen tagen und verhandeln wird und die eigentlichen Adressaten, nämlich eben wir, die Gesellschaft, damit weitgehend ausgeschlossen sind. Auch dies vielleicht ein Beispiel für die Auswirkung von Machtmustern bei der Gestaltung soziotechnischer Systeme. Im Namen des FIF-Vorstands begrüße ich euch nochmal herzlich. Danke dem Berliner Organisationsteam ganz herzlich für die Tagung, die zweifellos großartig werden wird. Und was uns genau erwartet, werden wir jetzt gleich von Rainer hören. Ja, ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse und Einsichten. Vielen Dank. Ab dreimal ist Tradition, heißt es ja. Jedenfalls für uns in Berlin, hier die Berliner, der Berliner FIF. Wir haben 2014 und 2016 und jetzt auch 2018 die FIFCon gestaltet, auch wieder hier in der TU. Vor 2014 war das der Fall des Geheimen, wo wir uns mit der Rolle Deutschlands in der Geheimdienstaffäre beschäftigt haben. 2 Jahre später die Invisible Systems, wo es darum ging, was steckt eigentlich hinter den IT-Systemen, die wir so haben. Und dieses Mal eben Brave New World, Gestaltungsfreiheiten und Machtmuster soziotechnischer Systeme. Wir haben die letzten gefühlt 10 Monate an der Konferenz gefeilt, Speaker ausgesucht, Räume rausgesucht, mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die uns alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Wir sind ja noch weniger als 10 Jahre irgendwie im FIF dabei. Das FIF gibt's aber schon richtig, richtig lange. Und wir sind immer wieder total erstaunt darüber, wie offenherzig bei der Organisation die Leute dann auf uns zukommen und sagen so, ja, FIF, ja, ach stimmt, klar bin ich dabei und natürlich, und da ist ein großes Vertrauen und eine große Offenherzigkeit für alles, was wir so Neues reinbringen, wenn wir dann plötzlich noch Bar und Dancefloor und sowas bauen. Und so komme ich auch zu dem Dank von unserem Team. Als erstes Konrad Spremberg, vielen, vielen Dank, dass du hier heute bist, für die Moderation. Konrad hat mit uns, mit Rainer, mir und Hans-Jörg Kriowski nämlich neulich ein Chaos-Radio gemacht, wo wir das FIF mal vorgestellt haben. Lohnt sich, eine sehr schöne Sendung geworden. Wer mal noch so ein bisschen mehr erfahren will, was wir so vom FIF machen und wer audiophil ist. Dann ganz großartiges Dank noch an das VOG, die uns schon seit vielen Jahren jetzt mit der ganzen Kameratechnik bestücken und uns das aufbauen und mit uns sehr, sehr kooperativ arbeiten. Dann der Aster von der FU und der Aster von der TU, die uns ganz, ganz viel Technik ausgeborgt haben und auch die Räume zum Teil zur Verfügung gestellt haben für die Machenschaften, die wir so in diesem Hallen haben. Dann großen Dank auch an Dizzy, der sich um die ganze Lichtgestaltung bereitet hat, wir werden heute Abend sehr schön beleuchtet sein. Wenn dann die letzten Vorträge zu Ende gehen, könnten wir uns dann ins hintere Gebäude begeben. Dort ist eine Lounge aufgebaut, die Lounge, und da geht ein ganz großes Dankeschön an die Paradies-Crew, die von weit, weit her sehr viele Couches und sehr, sehr viel Equipment angekarrt haben, um hier noch eine themenbezogene Abendgestaltung zu haben. Brave New World, wer das Buch gelesen hat, da geht es ja einmal um diese slicke, schöne, neue, shiny Welt und dann um die Wilden. Dieses Motiv findet sich dann auch wieder hinten. Wir haben da nicht etwa aus Versehen ganz viel Dreck hinterlassen, sondern das ist also Kunst. Wer sich also nachher wundert über, das ist quasi der zweite Teil vom Buch. Es kommen eine ganze Reihe von DJs, die dann heute Abend noch spielen und morgen noch spielen. Mal schauen, also es darf getanzt werden. Wir haben einen kleinen Dancefloor. Wir freuen uns auf alle Speaker, die zugesagt haben. Die werden dann sowieso ja noch angesagt. Vielen lieben Dank auch an die GE-Ethikgruppe, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Und natürlich, last but not least, unsere ganzen Helfer, die in den letzten Wochen und Tagen für uns geschuftet haben.
selbst bis heute Nacht um 5 haben wir hier noch in der TU gesessen und haben Couches geschleppt und Licht aufgebaut und all diese Sachen gemacht. So viel zum Organisatorischen. Okay, wunderbar. Ja, herzlichen Dank. Ich will jetzt noch ein paar Gedanken zur Ausrichtung, zur inhaltlichen Ausrichtung äußern. Und zwar das Thema Brave New World, schon ein paar Mal angesprochen worden, Gestaltungsfreiheiten und Machtmuster soziotechnischer Systeme. Man könnte sagen, um mit Dota zu singen oder zu sprechen, die Welt ist was Gemachtes. Das heißt also, die Frage, wie sind die Dinge, wollen wir gerade als Technikerinnen und Techniker erweitern zu der Frage, wie sind die Dinge gestaltet worden? Und auf einmal kommen da eben auch Gestaltungsfreiheiten. Und wenn wir sehen, wie Dinge gestaltet werden, kommen dann eben auch Machtmuster mit hinein, weil natürlich die wenigsten Diskussionen, die in der Konsequenz dann technische Systeme zu folgen haben, technische Diskussionen alleine sind. Das heißt also, wir können uns immer fragen, wenn wir soziale Netzwerke diskutieren, wenn wir den Einsatz künstlicher Intelligenz diskutieren, was wir nachher tun werden, wenn wir über die Wirkung des Internets diskutieren, können wir uns immer die Frage stellen, warum sind die sozialen Netzwerke, wie sie sind? Diskutieren wir gerade die Auswirkungen von sozialen Netzwerken oder diskutieren wir gerade die Auswirkungen von Facebook? Weil es natürlich auch andere denkbare soziale Netzwerke gibt. Es gibt auch andere Formen, Menschen medial zusammenzubringen. Das heißt also, die Diskussion ist natürlich keine, welche Auswirkungen hat das Internet an sich, sondern welche Auswirkungen hat das Internet unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade entweder geschaffen haben oder man könnte auch sagen, nicht verhindert haben. Das heißt zum Beispiel, das Vorhandensein globaler IT-Monopole ist eben keine Eigenschaft des Internets. Das ist sozusagen die Folge daraus. Das heißt also, die Frage, die sich so durchziehen wird, wie und warum formen wir Technik? Also, was soll Technik tun? Und das ist natürlich eine Diskussion um die Anforderungen. Üblicherweise, wenn man zu Expertinnen oder Experten geht, die so sozusagen Ingenieurstechnik machen oder so, wenn man sagt, bau mir mal ein schönes System, das soll XYZ machen, dann muss natürlich die Rückfrage der Technikerinnen und Techniker, ja, wie genau wollen sie es denn haben? Und plötzlich ist man bei einer technischen Diskussion zunächstmals, bevor man sich mit der Umsetzung beschäftigt, bei dem Punkt, was man überhaupt umsetzen möchte. Und das sind natürlich zunächst erstmal nicht technische Anforderungen. Das heißt, so Fragen, die wir diskutieren wollen, ist, wie bekommt man demokratische Teilhabe oder Freiheit und Selbstbestimmung in solche Systeme? Wie unterstützen Sie sie oder wo verhindern Sie das auch? Wessen Interessen sorgen dafür, dass Sie das tun? Oder zum Beispiel beim Thema Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, wie es heute Abend wahrscheinlich auch Thema sein wird, Verhinderung verdeckter Machtzentren, kann man das irgendwie in Technik einbauen, kann man das irgendwie sichtbar machen? Oder so Themen wie die Bekämpfung von Diskriminierung oder struktureller Benachteiligung, dass sich das nicht undiskutiert in der Technik weiter fortpflanzt und in dieser Hinsicht dann sogar noch weniger diskutierbar wird, als es vorher schon war, als es nur sozial oder organisatorisch konstituiert war. Wie wir es auch geschrieben haben in unserer Ankündigung, wir wollen keine smarten Privatstädte mit herrlichem Kundenerlebnis, sondern lebendig diverse Städte mit emanzipierten Bürgerinnen und Bürgern. Daran sieht man den Unterschied ganz klar. Kundinnen und Kunden, die stimmen natürlich ab mit ihren Füßen, aber im Endeffekt sind sie natürlich passiv. Bürgerinnen und Bürger sind Teil einer Öffentlichkeit, einer Diskussion und wenn man es richtig macht, dann eben auch einer demokratischen Entscheidungsfindung, wie diese ganzen Systeme aussehen sollen. Das heißt also, wenn wir irgendwie an sowas wie Smart City Geschichten denken, mit wir werfen erstmal Sensoren in die Stadt und gucken dann, was passiert, oder wir bauen überall smarte Ampeln ein, dann wird sich der Verkehr schon von alleine lösen. Da müssen wir als Technikinteressierte oder über Technik Diskutierende natürlich fragen, ja, aber was ist denn die smarte Ampel? Wessen smart ist das denn? Wenn ich natürlich Leute habe, die auf Individualverkehr stehen, die sagen, eine smarte Ampel ist eine Ampel, die jetzt Autos bevorzugt und die Fußgänger, naja, die können ja irgendwelche anderen Überwege gehen oder die können sich ein Auto kaufen. Ja, andererseits könnte man natürlich auch smarte Ampelsysteme so verstehen, zu sagen, ja, das sind Ampelsysteme, die eben Fußgänger und Fußgänger bevorzugen, weil das eine Stadt lebenswert macht. Das heißt also, hinter diesem Begriff smart versteckt man tatsächlich die eigenen Interessen, ohne sie als solche sichtbar zu machen. Und das wollen wir diskutieren. Und genau dazu, also zu dieser Frage, wie Technik aussieht, möchte ich mal kurz ein kleines Zitat bringen aus einem Buch von Josef Weizenbaum, interviewt von Gunnar Wendt. Hier ein schönes Buch, dank an die TU,
TU-Bibliothek. Und zwar zu der Frage, warum Technik wie aussieht, schreibt er oder antwortet er. Es hat nicht lange gedauert, bis heutige, bei den Taschenrechnern, es hat nicht lange gedauert, bis ein großer Drang nach Miniaturisierung beobachtet werden konnte. Alles sollte immer kleiner und kleiner werden. Wo ist das hergekommen? Das kam vom Militär. Das Militär wollte Computer in die Luft schicken, die nicht nur in Raumschiffen und Flugzeugen, auch Waffen selbst. Es wollte sie in Raketen einbauen und dafür musste alles kleiner werden. Fast jede Entwicklung im Computerbereich kann auf den militärischen Bedarf zurückverfolgt werden. Man sollte vielleicht nicht fragen, was ist der Einfluss des Computers auf die Gesellschaft, sondern gerade umgekehrt, was ist der Einfluss der Gesellschaft auf die Entwicklung des Computers? Und an diesem kleinen Beispiel merkt man ganz klar, das ganze Gerede von, ach, was sind denn die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft, verschleiert komplett, worum es hier geht. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie am Strand sitzen und da kommt die Riesenwelle, sondern Digitalisierung ist eben nicht das, was uns passiert, sondern was wir machen. Und wenn wir eben die Frage umdrehen und sagen, wie verwenden wir als Gesellschaft eigentlich die Digitalisierung, dann kommen auf einmal ganz andere Dinge zum Vorschein. Auf einmal merken wir, okay, Monopole, die da sind, wie ich es am Eingangs gesagt habe und jetzt sozusagen der belegt ist, was hat dafür gesorgt, dass wir das so haben zugelassen, dass solche Dinge entstanden sind. Das heißt also, die Frage, was die Digitalisierung so tut, ist eigentlich schon die Aufgabe des Aktiven und die Hingabe hin zum Passiven, zum Erdulden, man könnte auch sagen, zum Erleiden. Und das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht, und also dem was entgegenzustellen, deswegen sitzen wir hier. So. Das heißt also, wenn wir jetzt aktiv werden wollen, dann müssen wir eben natürlich diese Marktstrukturen durchdringen und verstehen, genauso wie wir technische Systeme durchdringen und verstehen wollen. Und dann kommen wir eben von den Machtmustern zu den Freiheitsgraden. Das heißt, wir wollen natürlich auch diskutieren, wie Technik unsere Anforderungen umsetzen kann. Und dann kommen wir zu einem Problem, dass allgemein in der Gesellschaft nicht Technik diskutiert wird, sondern Zuschreibungen zu Technik. Das ist ja so eins der wesentlichen Themen auch des FIF und auch Weizenbaum natürlich selber auch. Ne? Dieses Interviewband heißt Wer erfindet Computermythen? Sehr schöner Titel. Das heißt also, wir müssen ein bisschen auch als Technikerinnen und Techniker aufpassen, wenn wir sagen, ja, aber das kann System X und Y nicht, dass wir mitbekommen, ob die gesellschaftliche Diskussion gerade über die technischen Eigenschaften geht oder ob da gerade irgendwelche Hersteller mit Hochglanzbroschüren die Diskussion gewonnen haben und man über irgendwelche Fantasieeigenschaften von Systemen spricht, sodass wir aus der Technik dann sagen müssen, Moment, egal wie wir dazu stehen, wir müssen aufpassen, dass wir tatsächlich über Eigenschaften reden und nicht über die Mythen und die Zuschreibung und so eine Technikgläubigkeit zu befeuern. Und diese Technikgläubigkeit, die ist natürlich immer auch in so einen Zeitgeist eingebettet. Ja, also wenn ihr es merkt, so jetzt die Revolution ist jetzt und die Digitalisierung findet jetzt statt und alles ist jetzt, als gäbe es keinen anderen oder als hätte es keinen anderen Zeitpunkt in der Welt gegeben, wo es Krisen gab, wo sozusagen Neuerungen stattgefunden haben. Wenn man natürlich mal in die Geschichte der Digitalisierung schaut, dann sieht man, dass Großbanken und Versicherungen natürlich schon 70er, 80er Jahre digitalisiert haben. Dass Polizeien und Behörden in den 90er Jahren digitalisiert haben und so weiter. Also diese Wahrnehmung, was Technik so tut, dass wir jetzt gerade an der Spitze der Explosion der Möglichkeiten stehen, das ist natürlich ein Narrativ, das denen hilft, die Technik verkaufen. Und da müssen wir überlegen und so ein bisschen so eine historische Sicht auch einbringen, sodass wir sagen können, ja, es ändern sich Dinge, das bestreitet ja auch niemand, aber wir müssen eben aus diesem geistigen Ausnahmezustand rauskommen, dass wir irgendwie überrollt würden und einfach sozusagen gemeinsam diskutieren und entscheiden, wo wir hinwollen und das dann auch zusammen verursachen und durchsetzen, aber ohne diese Überhöhung des Jetzt und vielleicht auch des Selbst an der Stelle. Und ja, ich würde jetzt noch ein paar Sätze zum Programm verlieren. Wir haben jetzt gleich einen Vortrag über mit dem Titel Weltmodell, Einschreibung, Weltstrich, wo es genau um die Fragen geht, aber da sage ich jetzt weniger dazu, weil er gleich kommt. Danach werden wir Florian Schumacher haben vom BSI und er wird sprechen über Cybersicherheit in der Digitalisierung und er ist selber im Bereich sozusagen IT-Sicherheit für Gesellschaft, Wirtschaft und den Staat. Das heißt, da hören wir direkt aus der Quelle, die wir zumindest dafür gesellschaftlich verantwortlich sehen oder staatlich. Danach geht es um digitale Entmündigung und User Experience Design, also wie sind Systeme geformt, sodass sie uns, so die These,
eben nicht zum eigenmächtigen Handeln ermutigen und befähigen, sondern gerade strukturell uns das wegnehmen. Dann geht es um die Grenzen der Automation, um künstliche Intelligenz. Danach die Podiumsdiskussion. Dann gibt es am Ende des ersten Tages DJ-Musik von Banks und Carlo von Lynx. Am nächsten Tag geht es dann weiter mit einem, man könnte schon sagen, legendären Soziologen, Rainer Rammert, mit Konstellationen neu verteilter Gestaltungsmacht, Lehren für die Informatik, das ist ja so ein bisschen der Anschluss, den wir hier versuchen wollen, die Disziplinen zusammenzubringen. Danach geht es weiter mit besser Steuern durch mehr Daten zur Performativität soziotechnischer Systeme. Da geht es um die Quantifizierung der sozialen Wirklichkeit. Und im weiteren Verlauf geht es dann um die Datenschutzgrundverordnung. Eine kommentierte Reise durch die Untiefen des juristischen Feuilletons. Es gab ja sehr viel Diskussion darüber, inwiefern sozusagen diese rechtliche Realität jetzt auch in Technikgestaltung und das Verhalten von Menschen beeinflusst, dass Menschen vor Angst keine Blogs mehr schreiben. Und dann wollen wir uns mal aus fachkundigem Munde anhören, was da tatsächlich passiert ist. Dann geht es weiter um die vergessene Geschichte des Internets als einer Waffe oder die Militärisierung, also sozusagen die Geschichte des militärischen Internet, was ja ein bisschen auch unser Thema zentral das Thema des FIF ist, sozusagen diese Verknüpfung zwischen Militär und technischer Entwicklung. Dann geht es um Netzwerkdienste für sozialliberale Gesellschaft, explizit ein eigentlich technischer Talk, der aber vorher ganz explizit auf unseren Wunsch die politischen Annahmen und Wertentscheide, die da reinfließen sollen, sichtbar macht. Also sehr interessant, glaube ich, für alle Seiten. Dann gibt es einen FIF-Blog, und zwar mit einem Jahresrückblick. Das heißt, was tun wir eigentlich die ganze Zeit? Was machen wir für schöne Aktionen? Wobei haben wir Spaß? Wo waren wir frustriert? Wie haben wir es genannt? Eine Achterbahnfahrt durchs FIF-Jahr. Also es wird, glaube ich, sehr lustig. Danach gibt es die Weizenbaum-Studienpreisvergabe. Da geht es darum, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerade in dem Bereich Informatik und Gesellschaft anfangen zu arbeiten, wenn wir die Arbeiten ganz großartig finden aus diversen Gründen, dass wir denen auch eine Bühne verschaffen und sagen, wenn ihr ein Werk aus der Wissenschaft in dieser Richtung eins nur im Jahr lesen wollt, dann lest das. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Und wir machen hier nicht langweiliges Händeschütteln, zumindest in unserer Sicht, sondern die Preisträgerinnen und Preisträger werden selber ihre Arbeiten auch vorstellen. Das heißt, da gibt es auch viel zu lernen. Dann gibt es die Weizenbaum-Medaille, das werden wir dann später sehen, um großartige Verdienste im Feld Informatik und Gesellschaft. Und am Abend kommt dann Kybernetik und Kontrolle, um mal zu schauen, ne, wenn man so ein bisschen über viel Theorie redet, die China Credit Scores sich mal anzuschauen, wie wird da eigentlich konkret, mal angenommen, es gäbe keinen Datenschutz, wie sähe eigentlich eine Welt aus, wie spielt da die Industrie mit, was hat der Staat eigentlich vor, welche gibt es denn überhaupt, so einen Überblick, ne? Also man zeigt ja immer gerne darüber und wenn man sich es aber mal genauer anschaut, werden wir wahrscheinlich sehr viele Parallelen sehen zu den Systemen, die sich auch bei uns gerade ausbreiten. Am Sonntag dann gibt es die FIF-Mitgliederversammlung, wenn ihr euch da mal unsere Interna so ein bisschen angucken wollt. Und danach gibt es kulturwissenschaftlichen Blick auf Technikentwicklung. Insbesondere geht es um sozusagen Öffentlichkeiten und die technische Unterstützung dieser. Titel: Völkerverständigung ist Volksmacht plus Vernetzung der ganzen Welt. Großartiger Titel. Danach geht es um Gemeinwohl, Demokratie und gute Arbeit in der digitalen Gesellschaft von Macht und Mitgestaltung. Eine eher gewerkschaftliche Sicht. Ist natürlich auch wieder interessant, wenn man über Automatisierung nachdenkt. Wo sind denn die Jobs und so weiter? Danach geht es um Optimisierung von Software, gerade von Seda Gürses, die sich auch ganz viel mit Werten und Einschreibungen in Technik beschäftigt. Und zum Schluss gibt es den virtuellen Einbruch, Update des Staatstrojaners, ganz konkret Konstanze Kurz, die uns mal zeigt, wie aktuelle Technik verwendet und Staatshacking durchgeführt wird, mit welchen Annahmen und welchen Konsequenzen. Als letztes will ich nur sagen, selbst Josef Weizenbaum hat ja auch gesagt, so eine der größten Krankheiten unserer Zeit, also seine Zeit war so die 70er Jahre, wo er das gesagt hat, er hat natürlich noch länger gelebt, war die Ohnmacht, die Menschen empfinden, dass die einzelne Person nichts bewirken kann mit ihrem Handeln. Und das ist natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, meint er ja schon an der Stelle. Wir wollen an der Stelle hinzufügen, naja, für die einzelne Person ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, irgendwie was zu ändern. Aber wenn wir uns quasi organisieren,
dann sieht das schon ganz anders aus. Dann sind wir eben nicht mehr alleine. Und in dem Zusammenhang kann ich auch gerne auf die FIF-Mitgliedsanträge hinweisen, die am FIF-Stand zu finden sind. Okay, aber nur das am Rande. Und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Freude bei der Konferenz. Ich freue mich da auch sehr drauf. Und man kann noch sagen, diese Themen, die wir hier ansprechen, die haben auch ganz andere, an ganz anderen Stellen Anknüpfungspunkte. Am 13.10. ist zum Beispiel die Unteilbar-Demonstration. Ne? Da geht es um Weltoffenheit. Und da gibt es auch Absätze. Und deswegen sind wir auch Unterstützerinnen dieser Demo, wo zu sehen ist, während der Staat sogenannte Sicherheitsgesetze verschärft, die Überwachung ausbaut und so stärker markiert, ist das Sozialsystem von Schwäche gekennzeichnet. Millionen leiden darunter, dass viel zu wenig investiert wird, etwa in Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung und Bildung und so weiter. Ne? Ihr merkt ganz klar, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Deswegen wollen wir da nochmal darauf hinweisen, dass diese Themen, die wir hier ansprechen, auch ganz viele Verbindungen haben und ganz viele Konsequenzen. Wer viel Geld für Coding und Software und Programmierung und Apps und so weiter ausgibt, der muss dann natürlich auch begründen können, warum das Geld an einer anderen Stelle fehlt, zum Beispiel. In dem Sinne beende ich meine inhaltlichen Einführungen, freue mich drauf und herzlich willkommen und viel Spaß uns allen.